komme als Spätaussiedler aus Oberschlesien und arbeitete ja die ganze Zeit bei Bistum Aachen. Meine Aufgaben sind, einen Stand zu besetzen und erstmal, wenn man reinkommt, alles zu sortieren nach Ware. Meine Abteilung ist Gemischtwarenabteilung, das heißt, ich habe Milchprodukte, Joghurt, Pudding, Milch für die kleinsten Kinder bis 6 Jahre, Nudeln, Soßen, Salate und auch Kuchen. Das gehört alles dazu und Saft, wenn es da ist. Ich gehöre nicht zu denen, die nach dem Ehrenamt gesucht haben und Vorstellungen haben. Ich würde von dem Gründer der Initiative Das tägliche Brot, dem City-Seelsorge in Krefeld, hier in dem Haus der Region, gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und ich und meine Kollegin haben ja gesagt und mit ein paar Leuten haben wir eben angefangen. Joghurt, ohne Geschmack oder mit? Okay? Den Kuchen? Wo der erste Mensch kam, den ich privat kannte, hat bei mir so Klick gemacht, hat mich das sehr betroffen, weil man selber vielleicht nicht darauf kommen würde, dass gerade der Mensch, den du kennst oder bedürftig ist. Und dann habe ich gesagt, über Leute, die gut im Beruf waren und auf einmal alles verloren haben, wie schnell kann das auch für dich gehen? Hey Susanne! Was gibt mir die Freude, die Menschen zu sehen, die sich freuen, nur 2 Sachen in der Tasche zu haben und die Danke sagen und sagen, wir sei gesund, toll, dass du das magst, wir danken dir. Auch wenn das nur einzelne Leute sind von Hunderten, das ist schon ganz, ganz viel, was mir gibt, was mich stark macht, auch für den Alltag, für meinen Beruf, der auch nicht leicht ist.